ein komisches Spiel. So. Was gibt es hier noch für ein Spiel? Hier wird dann noch eins angeboten. Spielst du? Nein. Ein Spiel spielen. Ist der auf der anderen Seite? Ah, hier. Mühle! Gut, mal schauen, ob wir beim Mühle spielen mehr Glück haben. Ja, ja. Mühle kann ich. Glaube ich. Bestätigen. Ach Gott. So. Haha. Willst du mich jetzt komplett schicken? So. Und dann nehme ich diesen Kollegen weg. Gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Okay, du Arsch. Komm, das musst du doch sehen. Jawohl. Bala, bala, ba. Zack. Und die nächste Mühle. Hopp. Machen wir erstmal hier zu und nehmen den weg. Das könnt ihr ruhig haben. So, und mit dem nächsten willst du mich veralbern? Ich kann hier zumachen. Ach so, jetzt muss ich verschieben. Hopp. So, dala. Oh. Gut, dann machen wir hier zu. Geht das nicht? Achso, jetzt darf ich mir wieder einen wegnehmen. Hopp. Kann ich eigentlich immer auf und zu machen, ohne dass der eine Chance hat. Hopp, zu. Ich nehme ihn jetzt mal weg. Kriegt gar nicht mehr genug Steine zusammen. So, machen wir hier auf. Hier wieder zu. Ich nehme ihn jetzt mal weg. Pop, pop, pop. Komm, nehmen wir den. Da habt ihr mich. Ja. Mensch, Junge, gib doch auf. Was willst du noch machen? Oh.
Dann machen wir hier wieder zu. Weg damit. Gut aufgepasst. Gut aufgepasst von wegen. Oh, jetzt kannst du springen. Scheiße, das habe ich ja ganz vergessen. Das gab es ja auch noch. So. Gut so. Ta ta ta. Ich jetzt hier runterrutsche. Ich will mal sehen, wo sich hinbewegen möchte. Okay, jetzt habe ich hier eine Möglichkeit zum Zumachen und hier. Zack. Nehmen wir den weg. Und du hast verloren. Gut. Mal ein Spiel gewonnen. Yay. Ja, ich glaube, wir müssen hier nach oben. Ich kann eigentlich mal ganz kurz gucken. Karte. Keine Karte verfügbar. Muss ich hier extra speichern? Letzten Checkpoint laden. Benachrichtigung. Animus. Benachrichtigung Center. Okay. Machen wir hier weiter. Oh, Himmel. Blauer Himmel. Okay, mit dir können wir reden. Will ich aber gar nicht. Halala. Der Sasser. Gut, komm, wir reden mal mit dir. Servus, Kollege. Captain. Ach, Captain. Mr. Kenway. Ich wollte mich bedanken, dass ich an Bord kommen durfte. Und für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die ich euch bereite. Unannehmlichkeiten wäre noch untertrieben. Verzeiht, ich kann nicht folgen. Mein Schiff wurde 2 Tage im Hafen festgehalten, um auf euch zu warten. Ich habe deshalb mehrere Aufträge verloren. Davon wusste ich nichts. Natürlich nicht. Ihr Adligen seid alle gleich. Gut. Da, da, da. Können wir hier rumklettern? Jawohl. Können wir noch höher? Wow, 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 wow. Ich bin der König der Welt. Fallen lassen. Ne, da fallen wir ins Wasser. Na. Na, so. Und zurück. Lauf, lauf, lauf. Da, 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 da. Und dann wird alles gut. Servus. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Was ist hier los? Und doch seid ihr. Ihr seid ein wahrer Spaß, wird was? Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht. Halt dich da raus. Ihr wollt boxen? Halten. Ordentlich was zwischen die Rippen.
Okay, nur verteidigen, gut. Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs, lass das sein. Wenn der Captain uns zur sieht. Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Welche Seite stehst du überhaupt? Pam. Mach ihn doch endlich mal fertig! Ich will mein Geld haben! Wow, wow, wow! Komm weg! Patsch, patsch! Wow! Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Das war nicht. Der ja, kann ja gar nichts. Gebt ihr auf? Niemals! Wow! Wie gefällt euch das jetzt? Ach, der ist schon Nasenbluten? Warum ist sein Hemd so rot? Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Diese Miete, wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Warum vertreibt ihr eure Zeit mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumrollen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. Was denn? Oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Limit für Gesundheitsverlust 10%. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Okay. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wieso das? Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Na gut. Verstehen wir uns. Abgemacht. Exzellent. Guten Tag. Guten Tag. Bye bye. Zur Kabine zurückkehren, um den Tag zu beenden. Nein, ich wollte hier oben noch mit dem Kollegen reden. Glaubt zumindest, dass die Gesprächsoption oben ist. Ja, Steuermann. Interagieren! Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. So, gut. Ich glaube, jetzt mache ich aber endgültig Pause. Ja, beziehungsweise unterbreche meine Aufnahme erstmal und das nächste Mal schauen wir dann weiter.
Ich hoffe, die letzte Folge ist nicht allzu kurz geworden. Da ich mittlerweile vom Programm automatisch cutten lasse. Und so brauche ich nicht mehr auf die Uhr zu schauen. Gut, fortsetzen. Letzten Checkpoint laden. Animus verlassen. Sitzung verlassen. Ungespeicherte Fortschritte gehen verloren. Das ist ja, glaube ich, Autos C4. Von daher sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.